Klassiker-Beispiel ist, kann ich das auch drucken? Wie kriege ich das PDF raus? Wie kriege ich es in meine PowerPoint? Ich behaupte ja Folgendes, ne? Dass die Kunden, ne, teilweise gar nicht wissen, was sie brauchen. Das ist ein Riesenthema, das ich immer wieder strapaziere. Es werden Funktionalitäten abgeprüft bei einer Toolauswahl, wo man sich stundenlang, tagelang, monatelang Gedanken macht, es könnte ja mal der Fall eintreten, dass oder unser beschissener analoger Prozess, der jetzt momentan da ist, der muss dann genauso funktionieren, anstatt den mal zu verbessern. Wenn ihr gelernt hättet, wie man ordentliche Dashboards baut, wo ihr jetzt mit der SAC vielleicht die Möglichkeit zu habt, dann braucht ihr das nicht mehr. Wie kann ich das kommentieren? Weil ich sage, ihr kommentiert doch sowieso nichts anderes als das Wachstum ist gestiegen, das sehe ich auch im Diagramm. Und dann dieses, kann ich auch rückschreiben auf die Datenbank mit den Kommentaren? Und immer die Frage erstmal, warum? Was ist die Aussage? Und ich kann bei der SAC halt super auf der ersten Seite eine Management-Summary reinfügen, wo ich den Prozess nachher so baue, dass jemand das Dashboard immer mit einem Datum kommentiert als Ganzes und die Führungskraft entweder sagen kann, ich gucke mir nur die Management-Summary mit dem Best-of an, auf der ersten Seite, aber jetzt kommt doch der Clou, nicht wie bei der PowerPoint früher oder so, der ist in der Lage, dahinter hängt das Dashboard, du darfst selber reingehen, analysieren. Oder wir rufen uns zusammen und analysieren zusammen. Und dieses, das ist so, die Leute gehen bei der Toolauswahl immer von dem Status quo aus und möchten den gerne wieder abgebildet haben in einem neuen System. Genau. Das größte Problem, wo ich hier jedem, der zuhört, auf Kundenseite, ne, macht es bitte andersrum. Überlegt euch, wo wollt ihr zukünftig hin? Holt euch auch die Hälfte von Christian und mit Jens und redet doch mal vorab mit denen.